Am 7. Januar 1985 tritt Jacques Delors als frisch gekürter Präsident der Europäischen Kommission vor das Europaparlament. Der Plenarsaal ist kein Neuland für ihn, denn der französische Politiker war 1979 nach den ersten Wahlen in die Europäische Volksvertretung eingezogen und hatte während seiner 2 Jahre dort durchaus Eindruck auf seine Kollegen gemacht. Jacques Delors was chairing the Economic and Monetary Affairs Committee in the Parliament, and I remember one of my British colleagues. I wasn't on the committee, but he said Jacques Delors used to take the floor and go on and on about all the things we had to do, and my colleague said at one point I fell asleep because Delors was talking, and when I woke up Delors was just saying, and my 13th point is, and we've realized this man has a tremendous grasp of detail and a tremendous vision as well. Nach 3 Jahren als Wirtschafts- und Finanzminister des neuen französischen Präsidenten Mitterrand ist Delors zurück in Europa. Er übernimmt einen Kommissionsapparat, in dem sich Resignation breitgemacht hat. Europa, die EWG der 10 Mitgliedsländer, steckt in der Krise. Das deutsch-französische Duo hat nicht mehr die Dynamik der 70er Jahre. Großbritannien und Dänemark werden immer euroskeptischer. Es wird viel gestritten und wenig erreicht. Eurosklerose ist das Schlagwort der Stunde. Donc il y avait des divergences. Certains envisageaient de créer un fonds de stabilisation européen, de ne pas aller tout de suite vers la monnaie, vers une monnaie unique. Delors macht sich mit immenser Geschwindigkeit an die Arbeit. Schon bei seinem Antrittsbesuch im Europaparlament legt er einen Plan mit 300 Gesetzesvorschlägen zur Umsetzung des europäischen Binnenmarktes vor. In 7 Jahren, bis 1992, soll der Binnenmarkt funktionieren. Die Mitgliedsländer lassen sich von Delors Eifer anstecken. Schon 1 Jahr nach seinem Amtsantritt unterzeichnen sie einen entsprechenden Reformvertrag, die einheitliche europäische Akte. Sie geht weit über die Binnenmarktthematik hinaus. Wir waren eine Wirtschaftsgemeinschaft. Wir sind dann mit der einheitlichen europäischen Akte unter Delors ein Stück weitergekommen und wurden dann mit dem Vertrag von Maastricht wirklich zu einer politischen Union. Wir haben damals zum ersten Mal die Erlaubnis bekommen, die legale Grundlage bekommen, über Bildung zu reden, um über Kultur zu reden, über Jugend zu reden. Das war alles vorher nicht möglich. Der Weg zum Vertrag von Maastricht ist weder einfach noch geradlinig. Eine um Spanien und Portugal erweiterte Gemeinschaft erlebt den Zusammenbruch des Ostblocks, der sich mit dem Fall der Berliner Mauer auch direkt auf das Gefüge der Mitgliedstaaten auswirkt. Soll eine Vereinigung der beiden Deutschlands zugelassen werden und welche Rolle wird ein so viel größeres Deutschland spielen? Im Gegensatz zu seinem ehemaligen Chef, dem französischen Präsidenten, hat Jacques Delors keine Bedenken. Vous allez célébrer ce soir cette réconciliation. Vous allez aussi chanter l'espoir pour demain d'une Europe qui serait un espace de paix. Der Kommissionspräsident, gerade für eine 2. Amtszeit mit neuer Mannschaft angetreten, genießt unterdessen bei fast allen Regierungen ein hohes Ansehen. Nur sein Verhältnis zu Maggie Thatcher hat sich dramatisch verschlechtert. Die der britischen Premierministerin nahestehende Boulevardpresse lässt sich 1990 zu einer besonders krassen Antipathiekundgebung hinreißen. 2 Jahre zuvor hatte es Delors allerdings auch mit einer flammenden Rede vor deren jährlichem Kongress geschafft, die bis dahin überwiegend euroskeptische britische Gewerkschaftsbewegung für Europa zu gewinnen. He said, look, brothers, the way to defeat Mrs. Thatcher is to do it through Europe. And in that one single speech, he changed the opinion. At the end of his speech, they all started singing that lovely French children's song, Frère Jacques, Frère Jacques. And he completely converted them. Der Vertrag von Maastricht mit seinen konkreten Vorgaben für die Wirtschafts- und Währungsunion wird im Januar 1991 unterzeichnet. Mit seinem 3-Stufen-Plan zu ihrer Umsetzung hatte Delors wesentliche Vorarbeit geleistet. Le plus grand moment, c'est quand j'ai obtenu l'accord unanime des 17 membres du comité chargé d'étudier l'union économique et monétaire et d'en proposer et le contenu et la démarche. Parce que, croyez-moi, ça n'était pas facile. Il y a eu des séances très chahutées. Et en tant que président du comité, j'ai eu souvent le trac. Die wahren Probleme beginnen allerdings erst bei der Ratifizierung. In Dänemark wird der Vertrag zuerst im Parlament und dann auch bei einer Volksabstimmung abgelehnt. Erst nachdem Ausnahmeregelungen verhandelt worden sind, stimmen die Dänen zu. Als er schließlich im November 1993 in Kraft tritt, hat Jacques Delors seine 3. und letzte Amtszeit als Kommissionspräsident angetreten. So sehr der Binnenmarkt und die Wirtschafts- und Währungsunion zu den bedeutendsten Errungenschaften der Delors-Kommission gezählt werden können, so sehr sind beide heute alles andere als vollendet.